Heute treffe ich mich mit Christo. Der wird mir ein bisschen was erzählen über das 1-Euro-Startup. Wir sind hier heute im Expo Plaza Design Center der Hochschule Hannover. Hi, ich bin Christo und in meiner Geschäftsidee habe ich es geschafft, mein Startkapital mehr als zu vertausendfachen. Oft scheitern junge Unternehmen daran, dass sie nicht die entsprechende Förderung bekommen und dementsprechend nicht loslegen können. Ich wollte beweisen, man kann loslegen, ohne ein Startkapital oder eine Förderung zu bekommen. Und zwar habe ich losgelegt mit einem einzigen Euro und nur meiner Kreativität. Ja, meinen ersten Euro, den habe ich von meinem Prüfer Gunnar Spellmeier bekommen, den er dann nach der ganzen Aktion auf der Doku wieder zurückbekommen hat. Und mein erstes Produkt war dann ein Papierhut, den ich geklebt habe. Also zwei Schichten Packpapier aus dem Baumarkt für 0 Euro, was man am Ausgang findet, und eine Tube Klebstoff. Und dann ging es schon ans Verkaufen. Natürlich braucht man den perfekten Tag, man braucht die richtige Zeit und man braucht die richtige Zielgruppe. Ort war Park, Zeit war richtig, als es heiß war im Sommer bzw. im Frühling. Und die Zielgruppe waren natürlich Leute im Park, die irgendwann einen Sonnenstich nach 12 Uhr bekommen haben. Und die Präsentationsfläche auf einem großen Ast war perfekt. Und innerhalb von wenigen Stunden habe ich mehr als 17 Euro eingenommen. Und dann ging es schon wieder los zu investieren, nämlich in das nächste Projekt. Und ich habe mich dazu entschieden zu fotografieren für 2 Euro. Und das hat extrem gut funktioniert. Natürlich habe ich da auch wieder den richtigen Tag abgepasst, eine Großveranstaltung im Park. Und an einem Tag habe ich mehr als 200 Euro dann einnehmen können. Natürlich hatte ich Ausgaben, die Kamera und die Abzüge, aber 130 Euro sind dann übergeblieben. Ja, das nächste war dann, ich hatte 130 Euro und dann war es so, ich brauche wieder eine Zielgruppe und ich habe mich entschieden für Fußballfans. Ja, ich wollte für die Fußballfans irgendwas entwickeln, was neuartig ist. Und bei der Recherche, wie sind Fanartikel sonst, habe ich herausgefunden, die sind meistens groß und sehr laut. Und ich wollte irgendwie was Kleines, Charmantes, Zurückhaltendes machen und trotzdem aber einen Fanartikel. Und so bin ich dann bei längerer Recherche auf das Thema Mini-Fahne fürs Handy gekommen. Ja, ich hatte dann ja meine 130 Euro und da musste ich irgendwie erstmal so ein bisschen aufteilen, wie kann ich jetzt Material und Geräte, ich habe ja noch gar keine Geräte, was mache ich da? 30 Euro für Geräte habe ich mir festgelegt und 100 Euro für Material. 30 Euro für Geräte, die fräsen, schneiden und einen heißen Draht, der auch schneiden kann. 30 Euro sind nichts, also die Geräte waren extrem krass. Ja, und das Material waren perfekte 3,5 mm Stäbe, denn die brauchte man für 3,5 mm Buchsen und Medaillenbänder in Deutschland fahren. Und dann ging es los in der Garagenproduktion mit dem Nachbarsjungen als Verstärkung. Ab auf die Fanmeile die ersten Fähnchen verkaufen im Bauchladen. Aber so richtig angenommen wurden meine Fähnchen erstmal nicht, denn die ganzen Fanartikel rundherum waren viel größer und lauter und das Interesse lag da garantiert nicht auf kleinen Fähnchen, die zurückhaltend waren. Ich musste also meine Zielgruppe nochmal neu finden und habe sie auch gefunden im Businessbereich und bei Konsumenten, die gerade kein Trikot tragen können und auch keine große Fahne mitschleppen können. Auf einer Netzwerkveranstaltung habe ich dann Tim Rademacher kennengelernt, als ich mal wieder Fähnchen verkauft habe. Und innerhalb von 3 oder 4 Tagen haben wir uns zusammengesetzt und die ersten Verträge gemacht. Ich saß dann innerhalb von 3 Monaten, wo ich angefangen habe, in einer großen Werbeagentur mit eigenem Team für den Webshop, für das Design, für Social-Media-Betreuung und so weiter und so fort. Also es ist möglich, innerhalb von wenigen Monaten sowas Krasses, Geballtes an den Start zu kriegen. Wir konnten auf einmal die Bändchen lasern lassen und nicht mehr per Hand schneiden. Die Fahnenmasten wurden schon geschnitten, geliefert und ja, meine ganze Familie musste dann kleben nächtelang, weil wir haben fast 5000 Stück dann nochmal produzieren können.
warum konnten wir nicht mehr produzieren? Weil die Lieferanten nicht hinterhergekommen sind. Wir hätten noch mehr verkaufen können. Es war einfach unheimlich krass. Und dann ging es natürlich auch los, dass das mediale Interesse immer größer wurde. Das Fernsehen war da, man war auf einmal überall zu sehen und die Fähnchen gingen weg wie warme Semmel und die Spiele liefen und alles war perfekt bis zum Halbfinale. Dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Aber es ging ja eigentlich gar nicht um die Fähnchen, sondern darum, kann man mit Kreativität und einem Euro wirklich was schaffen, und das konnte man. Ja, und dann ging es eigentlich darum, diese Story weiterzutragen, Leuten Mut zu machen, wirklich loszulegen, ohne großes Startkapital, einfach ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall in meinem Projekt auch gemerkt, man geht ganz anders mit eigener Wirtschaften Kapital um als mit Fremdkapital, denn es ist nicht so schlimm, wenn man sein eigenes, was man erwirtschaftet hat, mal in den Eimer haut. Dann tut das zwar weh, aber dann ist das nicht schlimm. Wohingegen Kapital, das von Fremden kommt, man sehr viel bedachter ist. Und das ist eine enorme Bremse in der Innovation. Deshalb nehmt euer eigenes und macht damit oder seid mutig damit. Ja, natürlich hatte ich hin und wieder mal Angst zu scheitern, also zum Beispiel bei der Parkaktion mit den Fotos. Da bin ich erstmal anderthalb Stunden rumgelaufen und habe nichts verkauft bekommen. Und das ist natürlich so, es ist sehr peinlich und man will natürlich sofort aufgeben, alles hinschmeißen und die Sache sein lassen. Wenn man aber wirklich anderthalb Stunden durchgepowert hat und es probiert hat und es dann anfängt zu funktionieren, ja, dann weiß man, warum und wozu man das gemacht hat. Und ich kann nur sagen, ey Leute, gebt nicht so schnell auf. Es wird schon funktionieren, aber man muss Ausdauer haben. Also wenn ich mir was wünschen könnte für die Schule von morgen, dann würde ich, glaube ich, mir wünschen, dass Schüler sehr viel mehr experimentieren können und nicht in so einem starren Umfeld der Bewertung alles erledigen müssen. Dass nicht jede Sache wirklich auch in einer Zensur mündet. Das ist absolute Unfreiheit. Ständig steckt man in diesem Druck, entspreche ich dem Lehrer oder nicht. Aber darum geht es nicht, wenn man kreativ sein will. Wenn man kreativ sein will, dann geht es erstmal darum, wo lasse ich mich leiten und wo sehe ich selbst für mich vielleicht eine Innovation oder einen interessanten Ansatz. Ja, also wenn ich aus meiner Erfahrung sprechen kann, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, so ein Semester oder so ein Projekt im Studium zu integrieren. Denn da lernt man wirklich unternehmerisch zu handeln und auch sich ganz komplett neu auf Zielgruppen einzulassen und auch mal mit ganz anderen Ressourcen zu arbeiten. Also beziehungsweise mit keinen Ressourcen zu arbeiten, außer sich selbst. Die Erfahrung und den Erfolg, wenn man den hat, in so einem Projekt, den nimmt man sein ganzes Leben lang mit. Und das ist eine sehr wichtige und interessante Sache, finde ich, die auch im Studium ihren Raum finden sollte. Also mehr zukunftsorientierte 1-Euro-Startups in kreativen Studiengängen, würde ich mal sagen.